Ja, hallo, der Michael von Mika News. Ich bin hier in Berlin und zwar zu den 6. Schöneberger RC Modellbautagen. Im Hintergrund seht ihr, ist das Kulturzentrum Die Weiße Rose. Und dort finden die jetzt hier, ihr merkt schon, zum 6. Mal statt. Hier vor Ort gibt es auch ein Schülerangebot, eine Jugendgruppe RC Modellbau. Dort können Kids ab 10 Jahre hier jede Woche Schrauben, Fachsimpeln, basteln. RC-Boot oder RC-Fahrzeuge. Also entweder kriegt man hier ein Fahrzeug, was gespendet wird. Man kann natürlich auch ein eigenes mitbringen und kann daran schrauben. Ansonsten gibt es auch noch Wochenendangebote. In den Wochenendangeboten können Schiffe oder RC-Modelle gebaut werden. Schaut einfach mal auf die Webseite der Weißen Rose bzw. auch auf die Webseite von Sail & Road. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz hier rein. Herzlich willkommen in der Weißen Rose. So, da schauen wir doch gleich mal hier rein. Wir haben hier den Eingangsbereich. Und hier sind ein paar Schiffsmodelle ausgestellt. Wir haben hier sanitäre Anlagen, wir haben hier Catering und ausgestellt werden nicht nur Schiffe, sondern auch Fahrzeuge. Es gibt hier auch ein LKW, wo Kinder mitfahren können. So, und hier kann man halt einiges über das Hobby erfahren und auch sehen. Also hier gibt es verschiedene Schiffsmodelle und auch Autos zu sehen. Hier im Eingangsbereich sind die Schiffsmodelle von den Mitgliedern. Und ihr seht da, vom TMC ist jemand vor Ort. Ja, der hat sein LKW mit. Und da können dann auch die Kids mitfahren. Hier im oberen Bereich ist die LKW-Fahrschule. Also hier oben kann mit einem LKW gefahren werden und einfach ein Führerschein gemacht werden. War das eine Frage oder eine Aussage? Ja, ist lecker. So, viele verschiedene Schiffsmodelle. Atalante, zum Beispiel hier ein Heringslogger. Hier oben haben wir einen Passagier-Dampfsegler, venezianischer, 1840. So, die Kustwache. Und wie gesagt, Catering ist ja auch vor Ort. Hier haben wir die Krimmers hören. Hier kann man sogar mal reinschauen, ne, wie so ein Schiff von innen aussieht. Ne. Das ist immer unterschiedlich. Aber wir haben hier einmal, auf jeden Fall haben wir hier einen Motor drin für den Antrieb. Dann haben wir ein Servo für das Ruder hinten. Und hier viele technische Spielereien sind hier verbaut. Für Licht, Signalhorn und vieles mehr. Guck da hinten, da ist der dicke, fette Motor drin. Der hier die Schiffsschraube antreibt. So, hier ist die ganze Elektronik. Ach so, hier ist die Leitung für die. Genau, das ist der Schlauch für die. Genau, da oben. Ne? Und jetzt sind die Servos sind nur dafür da, dass sie drehen? Zum Drehen und, ja, und senken. Die Mechanik habe ich hier nochmal neben dem Drucker liegen. Mhm. Da sieht man mal, wie das Ganze innen drin hier aussieht. Und der Wassertank ist? Es gibt keinen Wassertank, der holt sich direkt aus dem Wasser. Ah, okay. Hm. So ist das gelöst. Und wie gesagt, ne, damit dreht man, sieht man hier, ne, einmal drehen und dann einmal hoch und runter. Ne? Mhm, genau. Oh, zwei Motoren hast du hinten drin für den Antrieb? Genau. Die sind hier. Dann haben wir da das Servo. Das ist das Lenkservo, hier ist die Pumpe. Hier ist ein Relais für die Pumpe und da hinten versteckt sich noch der Fahrträger für deinen Fahrmotoren. Mhm. Genau, hier sieht man, ja, du hast ja hier, wie viele Router hast du? Das sind vier Stück.
Genau, vier Ruderblätter und zwei Schiffsschrauben. Gegenläufig. Mhm. Das ist hier eins der ausgebaut von den Mechanikern für das Ja. Okay, jetzt sieht man das ja mal noch mal im Detail. Hier ist der Schlauch für das Wasser. Da wird das rangepumpt. Und dann hat man hier. Genau. Hier fürs Drehen des Schmolitors. Ah, ja. Sieht man super. Ja. Und fürs Heben-Senken, das geht jetzt aber nicht. Mir ist beim Transport hier leider. Ja. Kleiner Knick hier in der. Ja, aber im Prinzip wird das dann ganz normal gesenkt. Genau. Genau, so sieht man das. Cool. Und hier kann man im Prinzip. Und alle sind einzeln steuerbar, praktisch. Theoretisch ja, aber sind momentan zusammengeschaltet wegen. Ah, so viele Kanäle habe ich in der Fernsteuerung nicht. Ah, okay. Aber man könnte es halt separat. Man kann separieren und dann. Gut. Ja, wirklich super. Und wenn man es hier für das Beiboot, geht das elektrisch oder? Das habe ich jetzt nicht eingebaut. Noch nicht. Das aber ist also noch machbar. Theoretisch machbar, ja. Hm. Ist auch schon elektronisch ein bisschen vorbereitet, dass man es irgendwann machen könnte. Aber das ist halt nicht geplant. Alles klar, danke. Ja, ganz interessant, ne, was so alles hier möglich ist. Dann 3D-Druck hat natürlich auch hier Einhalt geboten, wird hier genutzt und wird hier praktisch die Teile werden hier gleich vor Ort gedruckt und für die Modelle. Na, hier sieht man mal so ein Boot. Ah, das hier wird jetzt so eine schöne Yacht, ne? Das ist dann die ganzen Spanten, die da sind. Das ist erstmal ja, so eine Art Riva-Boot wahrscheinlich. Ja, aber macht doch mal ganz interessant hier gewesen. So, und da hoch geht's zur LKW-Fahrschule. So, hier haben wir die Sabine. Ein Dampfschiff. Schau das mal an hier. Kettenantrieb. Und das funktioniert alles wirklich hier mit Dampf. Guckt euch das mal an hier. Alles vom Feinsten. Und dort guckt mal, da ist ein ganz kleines Servo verbaut. Da ganz unten. Sieht man kaum. Ganz versteckt, genauso dort. Servo noch verbaut. Rein theoretisch könnte ich auch eine Gasregelung mitmachen, aber weil ja der Gasdruck immer ein bisschen schwankt, ja. Weiß ich nicht, ob ich zu wenig rausnehme oder nicht. So, genau, Notabschaltung. Und das Servo hier an der Seite? Das ist hier die Dampfpfeife. Ach so, das ist die Dampfpfeife. Ah, deswegen. Mich wundert immer, wenn man die sieht, dass das pfeift. Ne? Und da wird das darüber gemacht. Und zum Betrieb brauchst du was hier dazu? Was nimmst du dazu? Gas. Also Butangas oder Butan Propan, je nachdem, was man so kriegt. Ja. Ah, hier sieht man auch mal, wie das im Trenner aussieht hier. Guckt euch das an. Erster Platz, Seeland Road. Schönstes Schiffsmodell. So, jetzt bin ich hier mal schnell ins Außenbereich. Hier gibt es ein großes Schiffsmodellbecken. Ja, ihr könnt hier vor Ort vorbeikommen. Hier könnt ihr den Schiffsschein machen. Und ihr könnt auch hier auf der Crawler-Strecke fahren und dort hinten auf der Buggy-Strecke. So, und hier auf der Crawlerbahn gibt es vier verschiedene Modelle. Dann gibt es dann hier den Schein, den Führerschein. Musst du rückwärts oder musst du nach vorne machen? So, gibt natürlich dann am Ende den Stempel, wenn man den bestanden hat. Und dann können hier die Kids und Erwachsenen einfach mal probieren und fahren. So, und neben Boot und Crawler gibt es hier noch die Offroad-Strecke, wo es hier auch Leihfahrzeuge gibt, wie zum Beispiel hier diese Modelle. Also werden Fighter-Buggies werden hier zur Verfügung gestellt. Hier den Führerschein gibt und hier den Stempel. Guck mal, wenn ich den hier drauf mache. Ja, ganz oben. Ganz oben? Ja. So, dann bekommt man hier den Stempel. Ach so,
Einmal für die Offroadbahn, für die Crawlerstrecke, Lastwagen und Schiffe. Ist der Führerschein komplett. Mhm. Ja, wenn man hier sieht, wir sind hier genau mitten in Berlin. Und hier ist die Offroad-Strecke. Hier wird gefahren auf Teppichboden. Und halt Steuer. Guck mal, ich habe nichts gemacht und krieg meinen Stempel. Siehst du, jetzt habe ich schon den zweiten Stempel. Meinst du bestimmt damit? So, ich wollte bloß mal zeigen hier, die vier Boote gibt es hier fürs Fahren, wo man seinen Führerschein hier machen kann. Die Amtshandlung. Perfekt, das ist jetzt der letzte Stempel. So, ich wollte das jetzt hier gut erklären. Wir können jetzt die Kids, die Boote steuern. Also ist was für klein und auch für groß. So, wird ein Boot nach unten gelassen. Ja, und wie gesagt, ihr könnt dann die Kids fahren, die ja ihren Führerschein machen wollen. Naja, sieht und hört man mal, ne? Alter, hat eine schöne Bremse. Hier auf dem kleinen Schiffsmodellbecken. So, und in der Halle, die daneben ist, gibt es hier verschiedenste Automodelle. Vom Crawler bis zum Tourenwagen, bis zum Drifter, bis zum Dragster gibt es hier alles zu sehen. So, und nicht umsonst nennt sich ja der Verein Sail & Road. Deswegen haben wir hier natürlich auch Sail, also ein Schiff, passenden Trailer noch dazu. Hier zum Beispiel mal selbst gebaut, ganz einfaches Modell. Deswegen auch Modellbau. Und davor ist ein Crawler, der das Ganze hier zieht. Also auch hier eine schöne Sache. Ja, guckt euch an, da war ich da letzte Woche, da habe ich die Lunchbox gesehen und hier sehe ich sie wieder. So, ein paar Funktionsmodelle sind hier auch noch mit dabei. So, und zum Abschluss möchte ich euch noch zeigen, hier sind die LKWs für den RC-Führerschein. Die sind hier oben und da hier ganz simpel und einfach abgesteckt. Mit Motorleitungen. Hier ein kleiner Parcours, wo gefahren werden kann und dann der RC-Führerschein gemacht werden kann hier. Hier gibt es einen Stempel und wer noch keinen hat, bekommt hier auch den Führerschein. Und wie gesagt, an jeder Station gibt es hier einen extra Stempel. Sechste RC Modellbautage Schöneberger. Warum Schöneberger? Weil wir uns im Stadtbezirk Schöneberg in Berlin befinden. Kulturzentrum am Wartburgplatz Martin-Luther-Straße 77. Hier findet ihr die... Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der kleine Rundgang hier. Ihr seid herzlich eingeladen, noch heute oder morgen hier vorbeizukommen. Also 19. 20. Oktober 2024 hier in der Weißen Rose. Ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Micka.